Leute, mein Name ist EpicStan und mit dabei ist heute Katja. Hallo. Und schau mal, Katja, wir spielen hier eine wirklich richtig doll coole Runde Hide and Seek unter Wasser. Das ist wirklich so cool. Wir können uns aussuchen, ob wir Sucher sind oder Verstecker. Und wenn wir uns verstecken, können wir uns in richtig doll süße Tiere verwandeln. Zum Beispiel in einen kleinen Delfin oder in eine Schildkröte. Und dann können wir uns wirklich tipptopp doll gut verstecken. Okay, Moment mal, Katja. Möchtest du in der ersten Runde mehr Verstecker sein oder Sucher sein? Ich gehe zuerst mich verstecken. Oh, das ist sehr gut. Okay, dann gehe ich zuerst suchen. Und ich würde sagen, wir spielen die erste Map, nämlich den Unterwassertempel. Oh, das wird so nice. Okay, Katja, du hast jetzt auf jeden Fall 20 Sekunden Zeit, dich hier zu verstecken. Und dann kann ich dich suchen. Und ich kann mich hier auch sogar ein bisschen verwandeln. Oh, sehr gut. Und ich habe sogar einen kleinen Dreizack, mit dem ich dich, ja, wegschnetzeln kann. Und Moment mal, Katja, ich gehe dich jetzt tipptopp doll gut suchen. Okay, Moment mal, wo könntest du dich nur versteckt haben? Du könntest hier eine kleine Schildkröte sein oder ein Fisch oder ein Delfin hier insgesamt. Das ist wirklich so, so doll knifflig. Und hier in dem Unterwassertempel gibt es wirklich richtig doll viele Verstecke. Okay, ich habe insgesamt jetzt noch 240 Sekunden Zeit, dich zu suchen. Moment mal, Katja, bist du das hier? Oh, das bist du schon mal nicht. Das hier bist du auch nicht. Bist du hier ein kleiner Fisch, aber das bist du auch nicht. Das ist wirklich richtig, richtig doll schwierig. Und ich habe hier drei Leuchtsticks. Das bedeutet, wenn ich den einsetze, dann sehe ich dich leuchten da hinten, Katja. Oh, sehr nice. Von denen habe ich drei Stück. Das bedeutet, ich bekomme dreimal eine kleine Hilfe. Okay, Moment mal. Ich habe dich auf jeden Fall hier hinten ein bisschen leuchten gesehen, aber ich bin mir nicht sicher, wo du bist insgesamt. Vielleicht bist du hier in dem Unterwasserhaus, aber ich glaube, nein, hier bist du auf jeden Fall schon bei mir insgesamt. Das ist wirklich richtig, richtig doll knifflig. Okay, hier ein Fisch bist du auch nicht und hier oben sind wirklich so doll viele Schildkröten, aber ich glaube, nein, hier bist du auch keine Schildkröte. Das bist du auch nicht, das bist du auch nicht, das bist du auch nicht. Okay, Moment mal, ich benutze wieder so einen Clawing Stick und ich sehe dich da hinten. Ich habe dich da schwimmen gesehen, Gacha. Such mich. Dann geht's hier vorne entlang. Okay, Moment mal. Wer könntest du nur sein hier insgesamt? Der kleine Fisch bist du auf jeden Fall schon mal nicht. Ich benutze nochmal den Clawing Stick. Wo bist du? Ja, ich habe dich da gesehen. Du warst richtig doll nah bei mir. Bist du das hier? Katja? Ich dachte, das bist du. Du bist der kleine Fisch. Nein. Du wirst den bleiben. Weggestetzelt. Oh. Sehr nice. Ich habe dich gefunden. Oh, das ist wirklich richtig, richtig doll knifflig. Jetzt kann ich mich auf jeden Fall verstecken und du kannst mich suchen. Oh, let's go. Okay, warte mal. Dann werde ich zum Sucher. Sehr gut. Und es geht los insgesamt. Okay, ich kann mich jetzt hier in einen kleinen süßen Fisch verwandeln, in einen Delfin, in einen anderen Fisch. Dann kann ich mich hier auch in den Fisch verwandeln und in eine Schildkröte. Okay, ich würde sagen, ich verwandle mich auf jeden Fall in den Fisch hier und ich kann mich wieder komplett umverwandeln und... Oh, Gott, du bist schon da! Nein! Was ist denn da? Oh, nein! Oh Gott, ich habe das ganz genau gesehen. Nein, ah! Das ist wie so ein Fies. Ich hab... Oh nein, ich hab dich nicht gesehen gehabt. Ach Mann, du hast mich so doll schnell gefunden. Okay, Moment mal, Gata. Ich würde sagen, es geht auf die nächste Map. Das ist hier nämlich die Schiffsmap. Das bedeutet, du kannst dich wieder verstecken und ich kann dich suchen. Und es geht los insgesamt. Okay. Gata, du kannst dich tipptopp doll gut jetzt verstecken insgesamt. Und ich kann dich jetzt suchen. Okay, wir befinden uns hier auf jeden Fall bei einem richtig doll großen, versunkenen Schiff. Und hier gibt es so, so doll viele Tiere insgesamt. Das ist wirklich so doll schwierig, dich hier zu finden. Okay, das hier bist du nicht. Das hier bist du, glaube ich, auch nicht. Nein, das bist du auch nicht. Was ist denn da los insgesamt, Gacha? Oh, wo soll ich dich denn hier finden? Bist du hier dieser kleine Fisch? Oh nein, das bist du nicht. Moment mal. Bist du der kleine Fisch hier? Nein, das bist du auch nicht. Okay, Moment mal. Ich benutze hier den Clawing Stick. Ich sehe dich da unten, Gacha. Du hast dich ganz unten beim Schiff irgendwo versteckt. Dann geht's hier entlang. Zack und zack. Dann geht's hier auf jeden Fall nach unten. Hast du dich, hier versteckt? Nein. Hier sehe ich dich auch nicht. Dann bin ich hier auf jeden Fall im Schiff drin, aber nein, hier sehe ich dich auch nicht. Nein. Hier bist du auch nirgendwo. Okay. Vielleicht hast du dich aber auch hier oben irgendwo bei den Segeln versteckt. Das könnte auch sein. Hallo, Gacha, aber... Nein. Hier oben sehe ich dich auch nicht. Okay, ich benutze nochmal einen Clawstick. Du bist ja immer noch da unten. Ich habe mich keinen Meter von mir bewegt. Was ist da denn los? Du bist hier der kleine Fischli. Ja. Oh, was ist denn da los? Ach, Mann. Oh, sehr nice. Und Moment mal, Kater. Jetzt bin ich dran mit Verstecken. Und du kannst mich suchen. Oh, tipptopp. Und diesmal werde ich mich richtig, richtig doll gut verstecken. Du wirst mich niemals finden insgesamt. Okay, in 10 Sekunden kannst du mich suchen. Oh, Kater, das wird richtig, richtig doll gut. Okay, ich würde sagen, ich verstecke mich erstmal hier insgesamt. Das ist, glaube ich, ganz gut. Und Kater, ich sehe dich da. Hallo. So, dann würde ich sagen, ich gucke erstmal auch, wo du bist. Ja, vielleicht gehst du mir ja auch hinterherfliegen. Das wäre ja auch lustig. So, oder du bist hier oben oder so. Hier sind halt so viele Meeresbewohner. Es könnte halt jeder sein. Also, ich habe dich schon mal gesehen, Gato. Du warst relativ nah schon
schon bei mir insgesamt. Okay, ich war relativ nah. Also entweder du bist oben oder halt unten da, wo ich am Anfang war. Also, das bist du auch nicht. Die bist du auch nicht. Oh, mir gehen alle Delfine hinterher. Ich seh's. Was ist denn da los? Die ganzen Delfine sind hinter dir her. Ach, Mann. Okay. Du hast auf jeden Fall noch 200 Sekunden Zeit. Und ja, du hast aber noch all deine 3 Glowsticks. Wenn du die benutzt, dann siehst du mich ein bisschen. Oh. Epic. Das war nicht so gut. Nein. Na, du kleines Fischli. Ich bin weg. Ich kann da. Oh, nein. Was ist denn da los? Ich verfolge dich. Nein. Katter, Eufer. Ah. Was ist denn da los? Nein. Du darfst mich nicht finden. Nein. Du hast wieder den Glowstick benutzt. Was soll das denn? Delfin also. Oh, nein. Ich bin ganz weit weg. Tschüsseli. Oh nein. Bist du das? Oh. Nein, Katze! Oh, nein! Doch, du hast mich gefunden! Oh, sehr gut! Das macht richtig toll viel Spaß! Okay, jetzt kann ich wieder suchen, du kannst dich wieder verstecken und wir spielen jetzt die Mushroom Map. Oh, ich bin richtig doll gespannt. Wie süß die aussieht. Du hast jetzt auf jeden Fall wieder 20 Sekunden Zeit, ja, dich zu verstecken und dann werde ich dich suchen. Oh, Moment mal, das sieht ja so cool aus. Hier sind richtig viele Pilze insgesamt überall. Okay, hast du dich vielleicht unter ein paar Pilzen versteckt? Das bist du auf jeden Fall schon mal nicht. Vielleicht hast du dich hier bei einem Pilz versteckt. Das ist wirklich richtig doll knifflig. Hier geht's rein ins Pilzhäuschen. Oh, hallo Gacha, aber ich glaube... Nein. Hier bist du auf jeden Fall schon mal ganz und gar nicht. Du könntest hier sogar in einem Pilz drin sein. Oh, was ist hier denn los? Das ist wirklich richtig, richtig doll knifflig. Okay, vielleicht hast du dich auch hier irgendwo versteckt, aber ich glaube... Nein, hier bist du schon mal ganz und gar nicht. Nein. Okay, vielleicht schwimmst du auch einfach ja mitten hier rum. Das könnte auch sein insgesamt. Bist du das hier vorne? Oh, nein, das warst du schon mal nicht. Okay, vielleicht bist du ja ein Fischli hier insgesamt. Moment mal, aber das bist du auch nicht. Du könntest dich auch hier oben bei der Qualle hier versteckt haben. Aber hier bei der Qualle bist du auch nirgendwo. Nein. Okay, hier hast du dich auch nicht versteckt. Okay, dann löse ich auf jeden Fall meinen ersten Glowing Stick ein und... Da vorne! Ich habe dich kurz gesehen! Gata, Moment mal. Du hast dich hier vorne irgendwo versteckt insgesamt. Hallöchen! Hallo? Okay, oh, ich sehe dich da vorne. Ich habe den Glowing Stick wieder benutzt. Bitte stehen bleiben insgesamt. Kein Problem. Ja, ich habe dich gesehen. Das bist du. Das bist du auch nicht. Ah, da vorne schwimmst du. Das ist ja so, so knifflig hier insgesamt. Hast du dich vielleicht hier in einem Pilz versteckt? Aber hier bist du, glaube ich, auch nicht. Nein. Okay, hier bist du auch nicht. Och, Mann, ich habe nur noch 130 Sekunden Zeit, dich zu finden. Hab dich gerade gesehen. Du hast mich gerade gesehen? Okay, wo könntest du sein? Du könntest dich auch hier unten in dem Seegras versteckt haben. Das ist auch ein tipptopp gutes Versteck. Okay, warte mal. Vielleicht hast du dich hier nebendran in dem Pilz versteckt, aber ich glaube... Nein, hier bist du auf jeden Fall schon mal nicht. Und hast du dich hier ja unter dem Pilzhäuschen versteckt? Das könnte auch sein, aber ich glaube... In der Nähe. Oh nein. Bist du das hier? Ja, ich hab dich gefunden. Du warst der kleine Fischlein dort. Oh, sehr gut, Gata. Okay, jetzt bin ich dran mit Verstecken und du kannst mich suchen. Und ich werde mich wirklich tipptopp doll gut verstecken. Ich habe schon eine sehr doll gute Idee, wo ich mich verstecken werde insgesamt. Dann geht's auf jeden Fall hier entlang. So und so und oh, ich glaube, ich verstecke mich ganz genau hier. Ja, das ist gut. Okay, jetzt muss ich auf jeden Fall darauf achten, wenn du die Glowsticks einsetzt, dass ich mich dann auf jeden Fall ein bisschen wegbewege und dass du mich dann auf jeden Fall nicht sofort findest. Okay, du hast auf jeden Fall jetzt 270 Sekunden Zeit. Das ist sehr gut. Okay, bewegst du dich oder gehst du dich verstecken? Jetzt gerade habe ich mich versteckt. So, ich gehe einfach mal hier hin. Schnell weg! Nein, du hast mich gesehen! Ich habe dich auch gesehen. Ja, du hast mich gefunden, Gata. Was ist denn da los? Okay, dann würde ich sagen, wir spielen die nächste Map. Das bedeutet, ich gehe dich suchen und du kannst dich verstecken. Und ich kann dich suchen. Oh, wie cool. Das hier ist einfach eine versunkene Fabrik. Das sieht richtig, richtig doll nice aus. Okay, ich habe eine gute Taktik, wie ich dich finden werde. So, und so, Moment mal. Ich habe hier alles im Blick. Dann benutze ich auf jeden Fall den Glowstick. Ich sehe dich da. Hallo. Hello. Und? Nein! Gata, ich sehe dich! Komm nicht runter! Oh, das bist du! Steh bleiben! Nein! Und du hast dich verwandelt! Das habe ich ganz genau gesehen! Ja, ich habe dich gefunden! Oh, sehr gut! Glückwunsch! Oh, danke schön! Moment mal, jetzt bin ich dran mit Verstecken und du kannst mich suchen! Hi, du! Okay, ich kann mich jetzt hier auf jeden Fall in der versunkenen Fabrik verstecken und du kannst mich gleich suchen. Ich glaube, ich verstecke mich hier insgesamt. Ja, ich verstecke mich hier. Sehr gut, okay. Und in 4 Sekunden, 3, 2, 1 und du kannst mich suchen. Sehr gut. So, dann gucken wir mal. Bist du denn auch vielleicht hier drin?
Nö. Oder hier ganz oben oder so, wäre auch funny. Hallo? Hallo, Gaja. Ich habe dich ganz kurz gesehen insgesamt. Okay, ich kann dir auf jeden Fall als kleinen Tipp geben, dass ich mich auf jeden Fall bewege insgesamt. Und dich jetzt schon die ganze Zeit sehe. Oh, nein. Ich bin weg. Das war richtig doll knapp, Gaja. Insgesamt, du warst richtig doll nah bei mir. Oh nein. Nein. Nein, 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 nein. Du hast den Glowy-Stick wieder benutzt. Du hast den Glowy-Stick. Hallo, Gaja. Hilfe. Nein. Du hast mich weggeschnetzelt. Oh, sehr gut. Das Unterwasser-Hide and Seek hat wirklich richtig doll viel Spaß gemacht. Wir konnten uns wirklich richtig doll süße kleine Fischfließen verwandeln. Und du warst wirklich richtig doll gut. Du hast mich so doll schnell immer gefunden. So, Leute. Das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst unbedingt einen Daumen hoch und ein Abo da. Schaut bei der lieben Kata vorbei. Und wir sehen uns wie immer morgen wieder. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.